Hallo und herzlich willkommen im LS22 zur Map Castlenau. Und ich werde mich noch nicht richtig an diesen Namen gewöhnen. Und das war ein furchtbarer Start in eine Folge. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Also wir sind hier auf der Map Castlenau. Castlenaut. Und meine Idee ist jetzt, wir machen das erstmal alles aus hier. Mit unserem A135 Hightech. Zu unserem zweiten abgelegenen Grasfeld zu fahren. Wo mir gerade auffällt, es wäre klüger gewesen, nicht hier lang zu fahren. Es ist auch eine super, super coole Brücke. Nee, nicht abkürzen. Also hier lang. Ja, ich bin immer noch in der allerersten Aufnahmesession. Ich mag einfach gerade nicht aufhören. Und ich hoffe, dass ich nicht allzu viel verzapft habe und ihr euch in den Kommentaren die Haare rauft. Und natürlich wünsche ich mir auch ein kleines bisschen, dass ihr auch Bock auf so eine Map habt. Vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen, der sich beide Serien angucken möchte. Vielleicht sagt einer, Mensch, die kleineren Maps, das ist mehr so meins. Die großen fand ich blöd. Schön, dass du jetzt noch was Neues gemacht hast. Irgendwas dazwischen würde mich irgendwie freuen, wenn das ein bisschen ankommen würde. Aber man kann es nicht erzwingen und mir macht es gerade extrem viel Spaß. Also passt das, glaube ich, so oder so. Also das hier ist unser zweites Feld. Das hat so ungefähr die Größe von einem Bierdeckel. 0,29 Hektar. Wir rechnen mit 15.000. Müsste aber ein bisschen mehr geben, ne? Benötigt Kalk. Kalkstreuer und Kalk müssen wir dann auch noch holen. Okay. Ich glaube, ich werde sehr viel tun müssen, bevor wir hier irgendwie weitermachen können. Also, wir spielen nur mit einem einzigen Helfer. Und der andere Helfer, der parallel gerade Stroh sammelt, ist nämlich voll. Und deswegen darf ich den anderen benutzen. Ja, Stroh ist ein Problem. Ich habe ein riesengroßes Ballenlager, aber leider keinen Ballenwickler. Und ich traue mich im Moment nicht, 50.000 auszugeben. Wir haben nämlich, so ehrlich müssen wir sein, überhaupt gar keine Einnahmequellen. Also so gar nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das laufen soll. Also wir haben Milch, Wolle und Stroh. Also wir haben Milch aus Kuhstall, wir haben Eier und wir haben Wolle. Aber wir haben so 8 Hühner, 5 Kühe und 3 Schafe. Wie sollen die unseren Hof versorgen? I don't get it, man. I don't get it. Deswegen wichtig ist erstmal, dass die jetzt alle versorgt sind. Die Gesundheit ging nämlich schon runter. Und dann würde ich nämlich jetzt das hier eben schnell selber machen. Wie ist denn hier? Benötigt Kalk, muss gepflügt werden, volle Programm. Sammle ich den Rest nämlich eben schnell selber auf. Bin mal auf eure Kommentare gespannt. Vielleicht hat der eine oder andere eine gute Idee, mit welchem Achievement man sich vielleicht dann im späteren Spiel noch ein hier mal was stehen lassen. Ärgerlich. Mit welchem Achievement wir uns dann vielleicht einen zweiten Helfer gönnen können.
Mir ist noch nichts richtig dazu eingefallen. Aber es ist nach wie vor ja auch noch diese gleiche Aufnahmesession. Vielleicht muss ich da auch mal eine Nacht drüber schlafen. Mal gucken. So, Stroh ist überhaupt nichts wert. Wahrscheinlich auch nicht auf dieser Map. Ich überlege gerade, alternative Einnahmequellen, Gewächshaus. Gewächshaus könnte eine Idee sein. Ist aber so ein passives Einkommen oder passiver Einkommengenerator. Würde ich dann tatsächlich erst zünden wollen, wenn wir merken, wir kommen gar nicht zu Rande, wie vielleicht auch Solartechnik dann. Müssen wir mal gucken. Wir sind ja noch ganz am Anfang. So, letzte Schwart. Und dann haben wir's. Nochmal 7000. Gleich mal schauen, ob schon Mist. Ich bin ja so gespannt. Ich hab's gewusst. Ich habe das Gefühl, wir müssen das mit dem Misthaufen wirklich ausprobieren. Er hat ja gar keinen. Er kann das ja gar nicht produzieren. Aber wofür ist dann. Ja, wir warten nochmal. Wenn das wirklich ein Misthaufen daneben ist, und das muss es eigentlich sein, dann wird der losgelöst sein vom Stall. So, während der hier ablädt, gucke ich nochmal. Hier ist nämlich Mist 0 Liter. Seht ihr das unten rechts? Hier wird es angezeigt. Okay. Guck mal. So, wir müssen jetzt mal sortieren. Der Pickup, der ist. Den können wir wirklich theoretisch verkaufen. Kommen noch weiter nach unten und dann sortieren wir nach PS. Wie immer. Oh, der ist schon fertig. Bevor ich den nach Hause fahre, kann der schon mal wieder weitermachen. Ich habe schon Angst, wir müssen so viel Kalk holen. Das müssen wir auf jeden Fall von Hand machen, damit wir da möglichst effektiv sind. Ich habe jetzt bei uns in der Natur, sage ich mal, in der Landwirtschaft, also IRL im Real Life, ich war echt überrascht, wie viele Rundballen Stroh. Also gefühlt, ich habe immer gedacht, dass das ein bisschen dolle viel ist hier im LS, aber gefühlt ist das im LS noch zu wenig. Also bei uns stehen so unglaublich viele Ballen auf so einer Fläche, alle 10 Meter irgendwie so eine neue Kugel, ja? So ein neuer Ball, Rundballen. Das ist echt verrückt. Ich meine, das erzeugt ja auch richtig viel Stroh, so ist es nicht, aber ich glaube, das ist gefühlt noch mehr. So, wollen wir mal zusehen, dass wir den nach Hause kriegen hier, oder? Ja, genau. Muss ich das abpassen? Okay, so. Dann fahren wir mal zurück. Gucken, ob ich mir das gemerkt habe.
Ah, ich dachte eine Karte. Steht hier so ein doofer Korb. Der ist auch noch leer. Kann man den irgendwie einsammeln? Nee. Okay. Also. Irgendwer wird blockiert. Das ist schlecht. Ich fahre jetzt hier wenigstens noch einmal über die Brücke. So mal ein bisschen. Da hinten ist ein Boot. Wie schön auch das Wasser, so klar. Cool. Ja, ich finde die Karte so ganz okay. Gut, hier habe ich jetzt gesagt, weiter. Dann müsste jetzt eine Haarnadelkurve kommen. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie oft ich den Kurs hier korrigieren muss, bis dann alle hier wirklich langkommen. Im Moment ist es ja dann noch sehr viel Einfahrerei, aber wir werden nachher extrem oder in dem Fall ich auch sehr viel Feldarbeit selber machen müssen, weil wir einfach nur einen Helfer haben. Und ich denke darüber nach, mir dann einen Trecker mit GPS auszurüsten. Huch, schöner Schlenker, kurzer Haker hier. So, und ich würde behaupten, wir müssen hier rechts ab. Schön mittig bleiben. Uiuiui, hier ist was los, ne? Ja, ne, ist klar. Ist ja wohl der absolute Oberhammer, oder? Also die Fahrtrichtung ist noch richtig. Zumindest fährt der uns noch hinterher. Hier ist es jetzt kurz mal wieder ein bisschen zweispurig. Was hat der Landrat sich dabei gedacht? Er hat gesagt, naja, also es könnte schon sein, dass sich da ein paar 40-Tonner begegnen. Klack, 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 klack. So, jetzt muss ich aber doch noch mal gucken, wo wir hier sind. Ich glaube fast, das hier wäre der sinnigere Weg gewesen. Dann hätten wir da nicht durch dieses Dorf gemusst. Muss ich jetzt hier rechts? Ja. Ihr werdet euch noch diese Folgen zurückwünschen. Wo wir an diesem 1A Bären vorbeigekommen sind und an diesem Sägewerk hier. Schreinerei. Also kümmern wir uns erstmal um den hier.
Man ist sich nicht sicher, ist es der Bär oder ist es die Schreinerei? Was ist es? Auch echt cool aus. So, hier muss ich doch dann aber wieder links. Andersrum wäre definitiv besser gewesen, dann muss ich irgendwann nochmal einfahren. Wahrscheinlich bleiben sowieso alle hier hängen. Aber diese langen Fahrten, das ist definitiv was ich dann sehr gerne einem Helfer überlasse, wenn wir jetzt also dann Kalk holen müssen oder so. So, da ist Feld 87. Das ist ja schon unseres. Da mache ich lieber Feldarbeit, dann fahre ich mit dem Drescher oder so. Und lass den hier durch diese Serpentingurken. Da würde ich maximal mitfahren und mir das angucken. Oh, Entschuldigung, der Lack war sicherlich neu. Ja, sie regen sich zu Recht auf, mein Herr. So, mal zusehen, dass ich hier diese Cosplay und so Fenster mal wegmache. Und ich würde sagen, wir sagen, hier ist der Hof. Hof. So, und wohin jetzt mit dem Kram? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich tue die erstmal hier hin. So. Das haben wir gut gemacht. Und jetzt schicke ich den mal zurück. Was ich jetzt natürlich nicht gesetzt habe, ist hier bei diesen ganzen Feldern. Na, ist egal. Also das Feld braucht auch Kalk, ne? Fahre ich jetzt hier am Rand nochmal zu unserem Feld 87. Das braucht, glaube ich, nämlich auch Kalk. Und das müssen wir auch nicht machen. Das sind irgendwie 18% oder so. Das müssen wir auf jeden Fall machen. MA777AM. Nee, das Mehrwerk kommt ja. Es kommt ja hier hin. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie oft wir diesen Stroh einstreuen. Na gut, wenn wir nachher dann. Wir werden den schon brauchen. Wird blockiert. Unschön. War das schon auf Fahrrinne 2? Ah, ich fürchte ja. Gut, dann muss er nochmal hin. Und der steht hier in den Startlöchern. Der fährt gleich zum Händler, wenn ich Zeit habe.
eine Anhängerkupplung. Könnte ich mal ein bisschen was stapeln. Was kann der fahren? 25. Er kommt doch niemals dadurch, oder? Oh, ich probiere es einfach mal aus. Zur Not muss ich eben ein bisschen eingreifen. Der hat ja auch die vollkommen falsche. Vergiss es, das Ding kannst du auf jeden Fall hier lassen. Jetzt macht das auch alles Sinn hier mit den... Mit denen hier, dann kann ich das nämlich direkt in den Schafstall fallen lassen und hier direkt in den in den Mischwagen bzw. in den Erdklasse. Wir haben zu wenig Helfer. Der hat auch noch so eine saucoole Doppelachslenkung. So. Okay, 131. Da müssen wir jetzt drauf achten, dass der dann auch da wirklich wieder... 131, genau. So, jetzt sollte es passen. Jetzt nimmt er hier auch ordentlich auf. Klasse. Kleiner Anhänger. Kleiner Anhänger. Nee, so klein nicht. Nee. Ist eigentlich auch eine günstige Alternative. Wenn man Getreide erstmal so wegkriegen muss. Aber da braucht man natürlich auch den Dings für und so. Das ist alles nicht so ganz so einfach. Den haben wir doch, ne? Ist jetzt an dem so besonders? Silage einzeln, Silage doppelt. Okay. Ich würde ihn ja nehmen, um die 1000 zu sparen. Ich finde, er sieht einfach cool aus, aber ich krieg das mit dem Rückwärtsfahren nicht hin. Tja, muss ich es üben, oder? Ja, nimm das mal. Okay. So, der muss entladen werden, dann schicken wir den los. Ah, das testen wir noch schnell. Oh, die Folge geht schon wieder viel zu lang. Oh mein. Aha, hier kann ich den reparieren. Na gut, dann, wenn wir ihn selber reparieren können, können wir ihn selber reparieren. Oh, nicht päpstlicher sein als der Papst. So, dann fahr los. Viel Erfolg. Und ich verabschiede mich für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.